Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht schon, ich strahle bis über beide Backen, denn es gibt Good News. Ich zeige euch heute mein fertiges 3D-Van-Layout von meinem neuen Van, den ich bauen werde. Denn ich habe mir vergangene Woche, wenn ihr auf Instagram folgt, hat es bestimmt schon mitbekommen, einen Mercedes Sprinter gekauft. L4 H2, ähnliches Modell wie auch zuvor. Zuvor war es ja mein erster Ausbau ein Citroën Jumper, selbe Maße L4 H2. Das Sprinter-Modell von Mercedes ist jetzt ein bisschen höher. Ich habe mir als Software Vanspace 3D zur Hand genommen. Das hatte ich damals vor 1,5 Jahren, als ich den anderen eben designt hatte, auch verwendet. Damals war es noch irgendwie in einem Abo-Modell oder so. Ich hatte, glaube ich, eigentlich nur ein Jahr, habe mich da jetzt nochmal eingeloggt und siehe da, das Ganze war irgendwie noch freigeschaltet, verfügbar. Hatte mir auch erst SketchUp angeguckt, ist auch eine gute Alternative. Ich kannte mich jetzt aber in Vanspace schon besser einfach aus und Vanspace hat ein riesiges Update bekommen. Das ist jetzt mittlerweile wirklich so übersichtlich gemacht. Da kann jeder innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde sein Traumvan erstellen. Wirklich sehr, sehr geil. Ist keine Kooperation mit denen. Ich verlinke es euch trotzdem mal in der Videobeschreibung oder nennt es euch nochmal Vanspace 3D, nennt sich das Ganze. Kostet, wie gesagt, glaube ich, was. Damals musste ich 20 Euro zahlen. Ja, genug so viel vorab. Ich würde sagen, wir jumpen jetzt mal direkt hier in das Video rein. Ich zeige euch meinen Screen und erkläre euch, was ich mir bei meinem Van-Layout gedacht habe. Viel Spaß! So, jetzt seht ihr den Screen auch, genau wie ich. Das ist sozusagen Vanspace 3D, recht simpel aufgebaut, recht übersichtlich gehalten. Man hat hier rechts sozusagen einmal die ganzen Materialien und Farben, die man auswählen kann. Und es hängt mal direkt, sehr geil, perfekt. Ah, das war es auch schon wieder. Ich wollte gerade schon sagen, das Programm ist wirklich nicht perfekt. Ist es auch wirklich nicht. Aber jetzt läuft wieder hier alles weiter. Ansonsten hier, das kann man auch wieder zumachen, den Reiter. Hier gibt es eben diese ganzen Gegenstände, alle ein bisschen in Rubriken eingeteilt. Alles, was man halt so in einem Van gebrauchen könnte, verwenden könnte. History, hier alles, was ich eben abgespeichert habe. Gallery, kann man eben noch Bilder machen. Das war mal während des Baus, habe ich hier sozusagen Screenshots erstellt. Die sind dann hier gespeichert. Electricity, da habe ich noch gar nicht reingeschaut, okay. Ja, das ist eigentlich so grob der Aufbau. Also im Prinzip braucht ihr hier eigentlich hier einmal die Materialien und vielleicht noch die Farbe, die ihr ein bisschen anpassen wollt. Ansonsten noch zum Programm habt ihr hier unten links eben die Möglichkeit, die Ansicht zu ändern. Einmal von 2D auf 3D, dann könnt ihr rechts, links, oben und eben von hinten einstellen, wie ihr das Ganze eben als Ansicht haben wollt. Und hier unten könnt ihr dann, ja, wenn ihr Unlock Cam geht, das Ganze positionieren. Allerdings ist es blöd gemacht, wenn ihr jetzt wieder zurückgeht, dann ist es wieder hier so ein bisschen immer zu weit rechts, wie ich finde. Denn wenn ich jetzt das Ganze sozusagen hier verändern möchte im Winkel, dann seht ihr, ist es immer so ein bisschen weit rechts. Es geht trotzdem, da es hier eigentlich ja nur um diesen Bereich maximal geht. Und ansonsten ja, lässt sich das alles jetzt hier eben so bedienen mit der Maus einfach. Beim MacBook hält man hier einfach zwei Finger auf einmal gedrückt. Bei Windows, schätze ich mal, klickt man einfach einmal rein und kann dann die Maus ziehen. So denke ich das Ganze. Ich habe es jetzt bisher, wie gesagt, nur auf dem Mac verwendet. Ich würde sagen, wir beginnen hier Schritt für Schritt. Ihr seht schon das Layout. Ich zeige euch einfach mal, was ich mir dabei gedacht habe, beziehungsweise warum ich mich wie entschieden habe. Ich habe jetzt bereits einen Camper ausgebaut. Der war vom Layout was komplett anderes, ja. Da habe ich einfach ja, nach einem halben Jahr drin Leben mit meiner Freundin gemerkt, was wir wirklich brauchen und was wir nicht brauchen. Wir hatten zum Beispiel eine Indoor-Dusche verbaut. Die haben wir ein einziges Mal verwendet. Ansonsten immer draußen geduscht mit der Outdoor-Dusche. War so praktisch, so easy. Drin war dann auch nichts mit Feuchtigkeit und so weiter. Deswegen für uns einfach komplett zu vernachlässigen. Für viele ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich weiß, eine Dusche zu haben, war aber für uns, wie gesagt, nie in Verwendung. Deswegen ist es bei uns direkt mal als Platz Nummer 1 rausgefallen, was wir auf jeden Fall anders machen wollen im nächsten Van. Ja, zweiter Punkt sehe ich hier gerade diese Trockentrenntoilette, die hier sozusagen ausziehbar sein wird. Die werde ich hier positionieren. Die kann man dann sozusagen aus diesem Ding herausziehen. Hier kommt auch noch eine Schiebetür rein, dass man zwei abgetrennte Räume hat. Das heißt, falls der eine mal aufs Klo geht und es wirklich ultra, ultra schlechtes Wetter ist, dass man das nicht irgendwie draußen machen kann oder irgendwie der andere den Van nicht verlassen kann, hat man immer noch zwei Räume mit Schiebetür, sodass man hier so ein bisschen Privatsphäre noch hat. Ich war eigentlich eh immer nur outdoor oder öffentlich eben auf dem Klo während der Vanlife-Zeit jetzt. Aber ich denke, für eine Frau ist es schon ganz nice, eine Trockentrenntoilette mit an Bord zu haben. Ansonsten, ihr seht schon, Joey, der Kleine, die Katze, der hat wahrscheinlich schon wieder Hunger.
Ansonsten seht ihr, wie gesagt, ich habe hier nur noch eine Küchenzeile. Im letzten Van war hier noch eine Küchenzeile, fast genauso lang. Hatte einfach den Nachteil, dass man dann die ganze Zeit so ein Gefühl hatte, dass man hier nur so einen Minigang zum Laufen hatte. Und das war dann irgendwie ja ein bisschen so einengend. Deswegen dachte ich mir, lasse ich hier einfach mal alles frei, dass man hier eine riesige Fläche hat. Weil, wie gesagt, die Toilette, die ist hier ja zum Ausziehen, die kommt hier rein. Und dann hat man hier wirklich eine schöne Fläche. In dieser gesamten Fläche wird natürlich wieder eine Fußbodenheizung verbaut, wie auch schon im letzten Van. Die wollen wir auf keinen Fall mehr missen. Gerade wenn man vom Surfen heimkommt, das Wetter irgendwie nicht so geil war und man dann doch ein bisschen durchgefroren ist, auch wenn man die fetten Neoprens anhatte, dann ist es schon nice, in den Van zu kommen und warme Füße zu haben. Da auch das Elektriksystem an Bord nochmal viel größer wird als das letzte, was ja auch schon groß war, werden wir auch hier energietechnisch niemals Probleme bekommen. Wenn wir gerade bei der Energie sind, kann ich vielleicht ein paar Worte dazu sagen. Ihr seht, auf dem Van sind hier 4 Solarpanels angebracht. Das ist auch schon die Originalgröße der Panels. Das sind jeweils 190 Watt Panel. Das heißt, in Summe werden wir hier 760 Watt Solar auf dem Dach haben. Und als Speicher werden wir 490 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Speicher an Bord haben. Das ist auf jeden Fall eine geile Kombi. Damit können wir extrem viel Energie speichern. Ist aber diesmal auch notwendig. Das bringt mich schon zum nächsten Punkt. Ja, der Jump kommt jetzt, kleiner. Denn wir werden dieses Mal auf Gas verzichten und mit Induktion kochen. Ihr seht, hier ist ein kleines Kochfeld. Das soll jetzt sozusagen einfach ein Platzhalter sein. Das sieht jetzt natürlich aus wie ein Gaskochfeld. Das ist aber eine Dual-Induktionsplatte einfach und wir werden rein elektrisch kochen. Ich bin super gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Wir haben ja extrem viel auch auf der letzten Reise, wer das verfolgt hat, mit diesem Camping Omnia Backofen, den wir uns selbst gebaut haben, gebacken, Gerichte zubereitet. Das war super nice, darauf wollen wir auch nicht verzichten. Dementsprechend ist das natürlich aber mit Induktion ein bisschen schwer. Da haben wir uns gedacht, wenn wir dann wirklich backen, dann nehmen wir uns einen Zusatzgaskocher, diese portablen Dinger mit, nehmen uns da irgendwie einen 20er Pack an Kartuschen mit. Und werden dann eben so backen und meistens eben auch Outdoor backen. Oft war es auch so, wir haben dann das Teil irgendwie im Van angemacht, haben unser Brot da backen lassen, waren aber eigentlich draußen. Es war nie so ein gutes Gefühl, für mich zumindest, was kochen zu lassen im Van mit Feuer und nicht da zu sein, auch wenn wir nur vor der Tür waren. Deswegen haben wir gedacht, wie können wir das geiler lösen und machen das einfach dann über diese mobile Lösung. Bin ich auf jeden Fall zufriedener und ist auch insgesamt für mich einfach ein niceres Gefühl, kein Gassystem mehr an Bord zu haben. Fühle ich mich einfach sicherer. Ansonsten, hier seht ihr wieder ein schönes Waschbecken. Das bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher, ob ich das versenken werde oder ob das auf die Platte kommt. Ich finde beides designtechnisch extrem cool. Praktischer ist wahrscheinlich das Versenkte. Aber das wird sich dann zeigen, je nachdem, welches Modell ich dann da finden werde. Hier diese Scheiben, die ihr hier jetzt überall seht, sind natürlich nicht die Scheiben, die hier genau reinkommen, sondern das sind einfach jetzt hier so Platzhalter, denn es wird eine Vollverglasung geben. Insgesamt werde ich 10 Fenster, ja, ihr habt richtig gehört, 10 Fenster einbauen. Pro Seite 3, hinten 2, sind wir schon bei 8 und dann noch 2 Dachfenster. Einmal eins mit Ventilator natürlich und einmal wieder eins, um in die Sterne zu schauen. Vorteil bei 2 Dachfenstern ist einfach, das haben wir auch beim letzten Van schon gemerkt, es entsteht so ein nicer Durchzug, wenn ihr das eine kippt und dann ein bisschen den Ventilator beim anderen anmacht, dann bläst da richtig schön durch. Der Essensgeruch ist direkt draußen. Ihr habt immer gute Luft am Start, deswegen würde ich es jedem empfehlen, wirklich 2 Dachfenster einzubauen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nice to have Feature, würde ich sagen. Wir bleiben aber noch erstmal hier im vorderen Bereich. Wir schauen uns jetzt mal hier oben diese Hängeschränke an. Ihr seht, das ist einfach Stauraum für Küchenutensilien, für ein bisschen Nahrung, eventuell Kleider. Aber Kleider, denke ich, kommen in diese beiden Schränke, zu denen wir gleich kommen werden. Das heißt, ich denke, hier ist wirklich alles rein für Küchenutensilien da, auch hier alles. Hier unten habe ich auch mal ein bisschen noch offen gelassen, einfach, dass man sich das vorstellen kann, dass das hier wirklich alles noch Stauraum wird. Eventuell kommt hier wieder ein zweiter Frischwassertank zum Einsatz. Ich denke ziemlich sicher eigentlich, dass wir es so machen. Ich weiß, sehr, sehr viele setzen auf den Alpfilter und trinken dann einfach jedes Wasser. Wir haben, ich glaube, von den 6 Monaten Reise 4 Monate auch jedes Wasser ohne Filter getrunken, einfach immer, wenn es halt in Park for Night als Trinkwasser eingetragen war. Haben uns aber dann irgendwie am Ende dazu entschieden, komm, es war manchmal nicht mehr so nice, lass uns einfach Wasser kaufen und das in unseren Frischwassertank einfüllen. So haben wir es dann auch gemacht, haben uns einfach diese großen 10 Liter Kanister gekauft, immer als Trinkwasser im Laden. Die sind auch super günstig. Und das hat uns einfach irgendwie nochmal ein besseres Gefühl gegeben. Dementsprechend werden wir hier wieder einen zweiten Trinkwassertank verbauen.
Das schwarze hier rechts noch ist ein Kühlschrank, da wird ein ziemlich ähnliches Modell wie auch im letzten Van zum Einsatz kommen. Das Schöne an dem Ding ist, da ist ein Gefrierfach mit dabei, da ich ja extrem viel mit der Harpune fischen war und wir immer viel frischen Fisch an Bord hatten sozusagen, habe ich das Ganze da natürlich immer einfrieren können und das war auch schon sehr, sehr nice, denn so konnte man auch mal sagen, komm, wir holen jetzt schon ein bisschen Fisch für die nächsten 2-3 Tage, ohne dass ich dann jeden Tag ins Wasser musste. Wenn auch mal das Wetter nicht so nice war, hatten wir immer noch ein bisschen was auf Reserve. Des Weiteren konnten wir Eiswürfel immer an Bord haben oder auch so mal ein Eis zum Schlemmen mit dabei haben, wo wir beide auf jeden Fall auch Fan davon sind und ja, dementsprechend kommt hier wieder dasselbe Ding zum Einsatz. Das Schöne an dem, das ist auch kein Kühlschrank, der auf Gas läuft. Ich bin mit den Camping-Kühlschränken einfach nicht so zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Die geben einfach nicht so die Temperatur, beziehungsweise man hat dann einfach immer das Problem, dass man auch Gas wieder auffüllen muss und ich will wirklich so wenig wie möglich irgendwie auf irgendwas angewiesen sein bei dem Camper. Dementsprechend wieder ganz normaler 230 Volt Kühlschrank. Jetzt haben wir da letztes Mal unter dem Video welche geschrieben, das ist ein 230 Volt Kühlschrank, der ist nicht für die Vibration gemacht, der wird dir nach, keine Ahnung, einem Monat kaputt gehen. Das ist alles, es ist einfach nicht so. Es funktioniert super gut mit einem ganz normalen herkömmlichen Kühlschrank. Der hat auch nicht viel Energie gezogen. Das ging bei uns extrem klar. Wir hatten letztes Mal 320 Amperestunden Lithium am Start und wie gesagt jetzt knapp 500. Haben sogar noch mal deutlich mehr. Ich denke, da werden wir wieder keine Probleme haben. Hier oben, das Ding soll unsere mobile Spülmaschine sein. Da hatten wir letztes Mal Bob, den Geschirrspüler, mit an Bord. Die kleinste Spülmaschine der Welt. Verlinke ich euch hier auch noch mal gerne das Review-Video dazu. Es ist eine mega geile Spülmaschine, die kommt auch definitiv wieder in den nächsten Van. Ein Hingucker für alle, die unseren Van besichtigt hatten damals und für uns auf jeden Fall ein Feature, was wir nicht missen wollen, denn wir werden dieses Mal nicht nur 6 Monate unterwegs sein, sondern wahrscheinlich eher ein paar Jahre. Dementsprechend wollen wir uns natürlich das Ganze auch schon so wohnlich wie möglich einrichten. Ihr seht es ansonsten noch dahinter, wie gesagt, die Fenster einfach mal hier trotzdem eingefügt, dass ihr es euch vorstellen könnt, ist, dass es diese Vollverglasung eben gibt. Da freue ich mich schon extrem drauf. Wir hatten beim letzten Van seitlich eben nur 3 Fenster. Ich glaube 60x45, das waren diese Dometic S4 Fenster. Würde ich persönlich nicht mehr verbauen, weil die einfach zu klein sind, zu wenig Licht geben. Da finde ich schon nice, wenn man einfach hier diese riesigen Glasflächen hat. Vor allem von außen sieht das über nice aus. Und von innen, wir waren in ein paar Vans auf unserer Reise, die das eben genauso gelöst hatten. Und von innen war das immer so ein cooles Gefühl, wenn da so viel Licht reinkam. Licht, 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 mehr Licht oder zu viel Licht in einem Camper, das geht wirklich nicht. Und das war im letzten Van semi-optimal gelöst, deswegen habe ich mich jetzt hier vielleicht ein bisschen übertrieben für die Vollverglasung entschieden. Ja, hier, das sind noch auch so kleine Gewürzhalter, die waren hier einfach schon dran. Ich denke aber, so ähnlich werden wir es sogar lösen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, und wo kochen wir dann, wenn hier alles schon sozusagen belegt ist auf der Arbeitsfläche? Zum einen werde ich hier, das ist hier jetzt noch nicht eingezeichnet, eine Arbeitsfläche sozusagen auch nochmal klappbar hinmachen, die dann sozusagen flach an der Wand hängt. Und wenn man die braucht, kann man die einfach ausklappen und hat dann sozusagen hier eine Theke, eine Art Theke, dass man auch nach draußen kochen kann. Die wird vielleicht sogar höhenverstellbar sein, sodass man sich auch draußen hinsetzen könnte und das Ganze hier unten einfach einklippt und man so sozusagen eine variable Theke hat und da dann eben Sachen zubereiten kann. Das wäre es eigentlich vom vorderen Bereich gewesen. Vielleicht noch hier, ihr seht schon, es wird keine Trennwand mehr geben. Lediglich hier wird noch was hinkommen. Dahinter wird wahrscheinlich noch ein ausziehbarer Spiegel hinkommen, dass man den sozusagen einfach rausziehen kann und sich selbst einmal komplett sieht. Fanden wir eigentlich auch ganz nice. Haben wir irgendwann mal in einem anderen Van gesehen. Die Jacken werden dahinter aufgehängt und hier rechts eben bleibt alles frei. Denn hier wird es diesmal vorne keine 3, sondern nur noch 2 Sitze geben. Wir haben gemerkt, das reicht uns völlig. Es ist so nice, diesen Zusatzplatz dann zu haben. Den machen wir natürlich drehbar. Klassisch. Und da werde ich mir dann auch noch so eine kleine Vorrichtung bauen, entweder für vorne oder für hier irgendwie zum Einklippen, bin ich mir noch nicht ganz sicher, wo ich auch eine Art Tisch hin machen kann, wo ich arbeiten kann, wo ich auch für mich dann sozusagen ungestört mal meine Ruhe habe, falls ich mich konzentrieren muss und man hier dann einfach wirklich die Schiebetür zumachen kann und Sarah, also meine Freundin, dann beispielsweise im hinteren Bereich ist. Das wäre es eigentlich jetzt zum vorderen Bereich gewesen. Ich würde sagen, damit schauen wir uns jetzt mal den hinteren Bereich an. Der Kleine schläft hier schon wieder fast ein. Klassisch, nur am Schlummern. Und hinten kommen wir eigentlich zur größten Neuerung und auch zur irgendwie crazysten Neuerung, denn es wird was ganz, ganz anderes als das, was wir vom letzten Van kennen. Ich würde sagen, ich ziehe hier einfach gerade mal dieses Fenster weg, damit ihr euch das Ganze besser vorstellen könnt. Ihr seht's.
Hier befindet sich eine Sitzecke, 2 Meter mal 1,40 Meter. Hat einfach den Vorteil, wir können hier tagsüber chillen, man kann mal auch mit 6 Leuten hier insgesamt im Van sein. Wir waren, wie gesagt, auf der Reise oft in anderen Wohnmobilen mit anderen, die man halt so kennenlernt, haben da abends irgendwie dann Spiele gespielt, zusammen was gegessen und so weiter. Und es war immer mega nice. Und bei uns im Van war das halt immer schwierig möglich, weil der wirklich eigentlich nur so für 2 Leute konzipiert und designt worden ist. Das hat uns aber, wie gesagt, gezeigt, das ist auf jeden Fall ein Nice-to-Have-Ding, wenn man sowas mit an Bord hat, wenn man wirklich da tagsüber chillen kann, dann ist man auch viel gerne im Van. Und auch hier dann wieder, wie gesagt, die Vollverglasung hinten, 2 Fenster seitlich, wieder alles verglast, dann hat man gar nicht das Gefühl, dass es irgendwie, dass man hier in der Höhle sitzt, sondern man sitzt so fast in der Natur, weil alles so direkt nah an einem ist. Das ist mit den Stellplätzen ja eh so, dass man da schon so krass in der Natur immer steht. Und wenn man dann sogar alles voll verglast hat, dann gibt es einfach so ein nices Feeling. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber das war für uns wirklich ein ausschlaggebender Punkt. Hier befindet sich ein Hubtisch, der kann auf diese Fläche hier runtergelassen werden. Dann kann man einfach diese beiden Polster da drauflegen und hätte ein Bett 2 Meter mal 1,40 Meter, herkömmlich, wie ihr es von zu Hause kennt. Das ist allerdings nur das Notfallbett bzw. das Gästebett, denn das eigentliche Bett, ihr seht schon, klebt hier an der Decke. Das wird ein motorisiertes Hubbett, was wir einfach runterlassen können, zack, auf diese Höhe, und schon können wir, wenn wir schlafen gehen, hier ganz bequem in unser frisches Bett steigen, denn das hat den anderen Vorteil noch, dass man nie irgendwie mit siffigen Klamotten, mit sandigen Klamotten ins Bett geht und das Bett immer sauber und clean bleibt. Und wenn mal ein bisschen Sand irgendwo hinkommt, dann ist es halt hier unten im Wohnbereich tagsüber, aber hier oben wird eigentlich nie etwas passieren. Das Geile ist, man hätte hier unten drunter sogar noch die Möglichkeit, die Surfbretter dran zu hängen, habe ich in einigen Vans schon gesehen. Bin ich mir aber noch nicht sicher, wie das dann von der Höhe, vom Raumgefühl ist oder ob ich hier nicht einfach eine wunderschöne Deckenoptik mit Lichtern noch einlasse sozusagen in das Bett, dass man wirklich gar nicht das Gefühl hat, dass da überhaupt noch ein Bett ist. Da bin ich noch so ein bisschen am Hadern, bin ich auf eure Meinung gespannt. Hier hinten kommt noch eine Leiter hoch und hier entsteht eine kleine Dachterrasse noch zum Sitzen und Chillen, worüber man einmal übers Fenster natürlich raus kann oder über ja, die Leiter hier hinten. Und jetzt habe ich noch eine zweite Idee, wie ich die Surfbretter verstauen könnte. Ich könnte beispielsweise einfach diese 3 Solarmodule circa auf diese Höhe setzen, ja. Klar, dann gewinnt das Auto an Höhe, aber man könnte jetzt beispielsweise hier wie so eine Art Kasten bauen und dann die Surfbretter einfach drunter schieben. Na? Ja. Schlummern mal weiter, Kleiner. Genau, man könnte hier dann sozusagen die Surfbretter drunter schieben. Finde ich prinzipiell eine coole Idee, denn die letzten Surfbretter wurden uns tatsächlich vom Van runtergeklaut und das ist schon ein bisschen bitter gewesen, denn es war tagsüber auf einem Parkplatz in Frankreich. Wir waren 15 Minuten einkaufen, es war ein Riesending, ein Super-Ü, und trotzdem wurden uns die Teile geklaut. Dementsprechend haben wir überlegt, wie können wir die safe verstauen, natürlich entweder hier ans Bett unten hängen. Wäre mir aber insgesamt eigentlich nicht so lieb, denn dann sind die irgendwie doch immer im Fahrzeug, sandig, macht es dreckig. Klar, man wäscht sie immer ab, aber ja, wäre für mich nur die semi-optimale Lösung. Ich fände es cooler, hier oben, wie gesagt, die Solarpanels einfach hochzusetzen, auf Stelzen sozusagen mit Metallträgern alles. Hier ringsrum verkleiden, dass man da nicht hinkommt, und dann sozusagen über die Dachterrasse, wenn man hier hochgeht hinten, kann man die Surfbretter einfach, macht man eine Klappe auf, kann man sie drunter schieben, macht die Klappe zu. Und die Teile sind sicher verstaut, kann das Ganze noch abschließen. Das ist aktuell so mein Plan. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, gibt es hier sonst noch was zu sagen? Ja klar, Elektrik- und Wassersystem. Wo sind die beiden Systeme verstaut? Wassersystem sitzt am Ende unter dieser Bank, zack. Und das Elektriksystem, das habe ich ja auch schon komplett da. Und diesmal ein viel einfacheres Elektriksystem von Active am Start mit dieser All-in-One-Akku-Box, die wirklich der ja, einfach der Hammer ist. Die gab es bei meinem letzten Ausbau noch nicht. Hätte es die da schon gegeben, hätte mir das so viel Stunden Kopfschmerzerei mit der Elektrik erspart, definitiv. Wie gesagt, das System kommt dann hier dahinter und hier eben unser Wassersystem, und das ist sozusagen noch eine Mini-Garage. Da haben wir noch ein bisschen Stauraum für unsere Flossen, Neoprenanzüge, unser Schlauchboot, solche Sachen. Dieses Mal werden wir keine 2 Fahrräder im Van mit dabei haben. Das war ja beim letzten Layout so. Wir haben die zwar oft verwendet, haben jetzt aber gedacht, komm, ganz ehrlich, das ist es nicht wert, so viel Platz dafür im Fahrzeug zu verschwenden. Dementsprechend werden wir uns so einen kleinen Fahrradträger holen, die einfach hinten drauf machen. Das sind 2 kleine Klapp-E-Bikes, und einfach mal hoffen, dass die uns längstmöglich nicht geklaut werden. Wir werden die natürlich anketten.
Ja, wird sich auch zeigen, wie riskant das Ganze ist, ob das dumm ist oder ob das wirklich die bessere Entscheidung ist. Ansonsten, das Einzige, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, sind diese beiden Schränke. Ihr könnt es euch schon denken. Zum einen sind die natürlich da, um hier sozusagen die Schiebetür einfach installieren zu können. Das ist eigentlich, glaube ich, ein cooler Raumtrenner. Und zum anderen ist es einfach Stauraum. Ja, ihr habt jetzt schon gemerkt, diesmal gibt es keine durchgezogenen Hängeschränke. Das heißt, irgendwo müssen wir auch noch Stauraum haben. Aber ich glaube, wir haben da trotzdem mehr als genug. Denn das hier ist dann alles wirklich nur für Klamotten, für Lebensmittel, vielleicht hier unten ein Bereich noch, für den Thermomix, der irgendwo steht. Aber der steht vielleicht sogar auch hier unten drin. Und hier oben ist ja auch noch ein Fach. Ja, da haben wir auch nochmal zusätzlich Stauraum. Also ich glaube, an Stauraum wird es uns nicht mangeln. Jetzt fragt ihr euch noch, okay, letztes Mal hatte der Typ einen Ofen eingebaut. Wie sieht es dieses Mal aus? Diesmal seht ihr hier keinen Ofen. Hat ganz einfach den Grund, dass es vom Design und so weiter wirklich eine 10 von 10 war, der Ofen. Von der Funktionalität aber jetzt nach langer Nutzung zum einen erstmal bei uns nur ein oder zweimal auf der Reise zum Einsatz kam, da wir nur im Warmen unterwegs waren und auch in Zukunft vorhaben, nur irgendwo in surfbaren Ländern unterwegs zu sein, da uns das Surfen so gecatcht hat. Aber zum anderen haben wir uns einfach dazu entschieden, komm, wir bauen diesmal eine klassische Diesel-Standheizung ein, hat einfach den Vorteil, Knopf an, Knopf aus, warm und kalt. Das ist schon ziemlich nice. Man muss da nicht erst noch das Ofenrohr draufstecken, gucken, dass das Flammenbild gut wird, dass er nicht zurußt, dass die Temperatur passt, dass er anbleibt und so weiter mit dem Dieseltank, den wieder befüllen. Ja, das war schon auch alles ein bisschen aufwendig. Dementsprechend wollen wir es jetzt hier recht einfach halten. Da weiß ich noch nicht genau, wo die verbaut wird. Eventuell hier unterm Sitz habe ich schon Lösungen gesehen mit der Standheizung und dass dann hier unten sozusagen ja, ein bisschen Warmluft hinkommt. Und man noch ein Rohr nach hinten durchlegt, dass hier auch Warmluft hinkommt. Das muss ich mir noch genau überlegen. Des Weiteren wird noch eine Katzenklappe an Bord kommen, denn der Kleine kommt natürlich mit auf Reisen. Den haben wir ja in Frankreich damals eingesammelt, noch als Baby haben wir den geschenkt bekommen auf einer Farm. Und der darf natürlich an Bord nicht fehlen. Hier hinten wird es eine Katzenklappe geben und dann kann er von da jederzeit rein und raus. Das funktioniert auch mit ihm schon wirklich super gut, dass er immer bei einem bleibt. Und ich denke, nach weiß nicht, einem Monat oder so hat er sich auch vollends dran gewöhnt, dass das sein neues Zuhause ist und wird dann den Van auch nicht verlassen. Zusätzlich oder nicht arg weit weggehen vom Van. Zusätzlich haben wir natürlich auch noch so ein kleines GPS-Ding, was an sein Halsband gemacht werden kann. Dann weiß man immer, wo er sich befindet, sodass wir ihn hoffentlich nicht verlieren werden. Ja, das ist das aktuelle Layout. Ich bin ultra gespannt auf eure Meinung. Es ist wie gesagt diesmal ein Mercedes Sprinter L4 H2. Schön viel Platz, Vollverglasung, keine Dusche indoor. Ach, genau, aber zur Duschlösung habe ich jetzt wenig gesagt und zwar noch, gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Hier und auf der gegenüberliegenden Seite wird ein Schiebefenster zum Einsatz kommen. Zum einen kann man dann einen Durchzug machen, auch wenn mal nicht so gutes Wetter ist und man kocht, dass es ein bisschen durchbläst, plus oben noch den Durchzug durch die beiden Dachfenster. Und zum anderen mache ich hier natürlich wieder einen drehbaren Hahn hin, sodass man outdoor duschen kann. Plus, ich habe mir noch überlegt, hier seitlich noch einfach so eine kleine Duscharmatur neben dieser Platte, die dann hochklappbar ist, anzubringen, sodass, wenn man die Tür aufmacht, auch hier, dass man da direkt duschen kann. Muss ich mir mal überlegen, ob ich das zusätzlich noch verbaue. Ich denke aber, Stand jetzt ja. Eure Meinung in die Kommentare. Was sagt ihr zum Layout? Was fehlt euch bei diesem Layout? Habt ihr irgendwelche Anmerkungen? Ich bin natürlich über alles froh, falls ich irgendeinen Denkfehler habe, aber ich glaube, es sollte alles passen. Ich habe mir das jetzt wirklich lange, lange durchgeplant und das ist für mich aktuell so dieses Dream-Setup, vor allem eben auch mit den zwei getrennten Räumen, dass man hier wirklich chillen kann und sogar die Türen später aufmachen kann, ja, und dann einfach auch die Füße hier runter baumeln lassen kann und nach draußen sozusagen den Blick hat, wenn man schönes Wetter hat. Da freue ich mich auf jeden Fall schon wirklich sehr. Wie gesagt, Meinung in die Kommentare. Ich sage ansonsten an der Stelle und Joey auch recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Falls ihr alles rund um den Van-Ausbau nicht verpassen wollt, folgt mir gerne auf Instagram, RealVanX. Da werde ich wirklich wieder alles komplett begleiten für euch. Auch auf unserem Travel-Kanal Van Explorer wird es immer wieder Stories geben. Bis zum nächsten Video und herzlichen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Macht's gut. Ciao, ciao.